Was geht ab, Mann und Sie, Fighter Osir hier und heute auf Dragon Ball Legends, denn ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sich ab heute in der nächsten Zeit auf Dragon Ball Legends immer einzuloggen, denn es gibt wirklich sehr viele Belohnungen, die wir bekommen im ersten Tag, sogar von der 2018 Kristalle und über die neue Celebration ein bisschen mehr. Anlass dafür ist folgendes, Freunde, denn Dragon Ball Legends wurde zu den Most Competitive Games gewählt im Google Play Store von 2018, Freunde. Das hat sehr viel zu sagen im PvP-Aspekt, das finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall was Willkommenes und da das in der Hinsicht, dass es ein Dragon Ball Game ist und Dragon Ball Legends an sich ist umso geiler, Freunde. Aber zudem zusätzlich noch wurde Dragon Ball Legends auch das beste Spiel im japanischen Google Play Store. Japanese App Store's Best of 2018, Freunde. So viel zu Dragon Ball Legends. Dementsprechend gibt es sehr, sehr viele neue Rewards zu der neuen Celebration, wie gesagt. Aber zusätzlich zu dem, was schon läuft. Denn wir wissen ja, Dragon Ball Super Broly Movie Celebration läuft jetzt. Unser Super Login Bonus. Wir sind jetzt hier bei der zweiten Woche auf Tag 2, alles klar. Und bam, wenn wir das so machen, da spinnt mein Monster von Blue Stacks, keine Ahnung. Hier, das, Freunde. Ihr müsst euch einfach nur einloggen. Freunde, einfach nur einloggen und bekommt am ersten Tag direkt Login zum Dank für eure Treue. Das ist quasi die neue Login-Celebration. 2018 Kristalle außen vorweg, Freunde. Und über die nächste Zeit gibt es ein bisschen mehr. Wir gucken uns dementsprechend gleich alles an, was sie bekommen werden, was denn so abgeht in der Celebration und dann noch was hinzukam und eventuell schauen wir uns auch noch an, was denn so gerade hinzukam, wie gesagt. Und vielleicht kann man sich da ein bisschen baiten lassen, aber ich werde euch gleich sagen, was denn demnächst noch eventuell auf uns zukommt. Lass mich nur das mit dem Monster-Game mal kurz fixen. Alles klar, Freunde. Und zwar, wie gesagt, Freunde, Sie haben hier die Superfeier für einen super Preis. Login-Bonus zum Dank für eure Treue. Bevor wir damit anfangen, Freunde, die letzten Tage, beziehungsweise wissen wir nun seit den letzten Tagen, dass der Broly, den wir nach dem Trailer zum Dragon Ball Super Broly-Film nach dem letzten Trailer bekommen haben, der Broly wird ein Free-to-Play-Charakter sein. Und dieser Broly, Freunde, wird in einem neuen PvE-Modus kommen. Dieser heißt Rising Battle Broly. Im Endeffekt wird das so sein, je höher das Level dieses Events ist, desto stärker wird auch Broly. Und über dieses Event, was noch kommen wird, ist noch nicht online. Ich denke, spätestens zum Filmstart nächste Woche wird das online sein. Oder nach Ablauf des Login-Bonus eben auf Dragon Ball Super wird dieser Broly kommen. Und man wird diesem Broly die Siegkräfte für den Sparking Broly, ja, erfarmen können. Total Free-to-Play. Dies heißt jedoch nicht, da habe ich euch eine Frage gestellt, vielen Dank für die Antworten auch. Dies heißt aber, denke ich, nicht, dass kein Banner noch kommen wird zu dem Dragon Ball Super Broly Film, weil vorhin ist noch ein Gacha-Game und ich denke jetzt zur Weihnachts-Celebration oder zum Filmstart oder an sich eben, wie gesagt, zur Christmas-Celebration lassen die sich bestimmt kein Banner entgehen, vor allem kein Christmas-Banner. Seitens Dragon Ball Legends Reddit, ist quasi ein Leaker für Dragon Ball Legends, wurde auch schon gesagt, ey Freunde, macht bitte nur eure Daily Discounts, auch wenn jetzt quasi so viele Bait-Banner, sage ich mal, kommen sind, die gucken wir uns gleich an, macht nur eure Dailies, denn demnächst wird quasi ein Banner kommen mit dem Super Saiyan Broly, quasi dem neuen Broly aus dem Film und Gogeta Blue, Freunde, hat er gemeint, ist im Endeffekt noch ein Leak, aber ich denke, die Leaker, die machen auf jeden Fall ihre Sache wie immer gut. Und ja, ich schließe das sicherlich aus, dass da kein neues Banner kommen wird zu Christmas oder zum Filmstart. Deswegen, auch mit den Zones, die wir heute bekommen über die nächsten Tage, Freunde, spart sie am besten und macht eure Dailies raus. Und das werden wir heute auch machen. Aber wie gesagt, Login-Bonus zum Dank für eure Treue. Wir haben hier die neue Kampagne, denn wie gesagt, vor kurzem hat Dragon Ball Legends im Rahmen des Google Play Best of 2018 Awards den folgenden Preis erhalten, die besten Wettkampfspiele. Und dann zusätzlich dazu noch eben, wurden sie auch im japanischen Google Play Store als bestes Spiel gewählt, so gesehen, genau, 2018. Dementsprechend, Freunde, bekommen wir ab heute für die nächsten 14 Tage, müsst ihr euch einloggen und bekommt folgendes ab Tag 1, Freunde, direkt mal 2018 Kristalle. Aber wie gesagt, am besten spart ihr die. Über die nächste Zeit dann auch auf jeden Fall auch 100 Kristalle her, nochmal 100 und so fort. Viele Sparking Tickets. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, was es da gibt. Wirklich weitere, fast daily 100 Kristalle. Am letzten Tag dann noch 300 Kristalle hier auf jeden Fall. Also ihr müsst euch wirklich nur jeden Tag einloggen, Freunde, und macht das auch am besten, damit ihr da die Sache nicht verpasst. Außerhalb davon, Freunde, haben wir ja wie gesagt schon folgende Sachen, beziehungsweise unser Dragon Ball Super Broly, Super Login Boni, der läuft jetzt separat noch dazu. Und dieser geht ja noch ein paar Tage, nämlich bis zum 14.12. 8.12. ist heute, heißt, wo waren wir? Wir waren glaube ich hier. Genau, wir bekommen auch noch hier an der Stelle auch noch ein bisschen ein paar gute Sachen. Am 14. läuft das Ganze ab, Freunde, und der 14. ist auch Dragon Ball Super Broly statt, heißt,
Entweder kommt dann der Free-to-Play-Broly erst oder Free-to-Play-Broly mit dem Banner und so und so fort. Aber die nächste Zeit, Freunde, contentmäßig wird dem Film gewidmet. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Free-to-Play-Broly, aber auch auf den quasi neuen mit dem neuen Banner, mit dem neuen Gogeta Blue. Aber Freunde, dementsprechend kamen heute, beziehungsweise gab es ein Versionsupdate. Wir sind jetzt auf Version 1.22, könnt euch gerne abchecken, was da abging. Da gab es einen Bug mit einem kritischen Treffer bei Autotext. Das wurde gefixt, gibt es dafür 100 Kristalle, habt ihr bestimmt schon alle geholt. Aber außerhalb davon haben wir ein bisschen viele gute Banner bekommen, die zurückkamen. Quasi haben sie hier diese Banner rausgehauen. Wegen unserer Treue, da wir Dragon Ball Legends so treu unterstützen, haben sie nochmal die Banner von Gogeta rausgehauen. Ist ab heute online bis zum 15.12. Und auch aber das von Bardock und Freezer. Und sowohl als auch die Legends Androids. Also es sind sehr viele Banner online, Freunde. Das sind halt quasi im Endeffekt... Ja, Gogeta ist gut, Freunde, so ist es nicht. Gogeta ist gut, Janemba ist gut, die sind immer noch alle gut. Aber sind im Endeffekt Bait-Banner, um quasi hier die Kristalle, die wir bekommen, direkt auszugeben. Aber ich würde euch raten, macht nur die Dailies, Freunde. Das werden wir heute machen, macht nur die Dailies in diesen Bannern. Versucht so viele Kristalle mitzunehmen, die wir bekommen, denn, Freunde, demnächst kommen die neuen Units. Also das, da muss man keine Hexe sein, um das quasi richtig zu predikten oder nicht. In jedem Dragon Ball Spiel wird sich demnächst alles um den Content drehen, der Content um den Film drehen, so rum, Freunde. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht nur die Dailies, spart eure Kristalle für das, was danach kommt, damit ihr auf jeden Fall da gewidmet seid, weil, guck mal, wir haben jetzt heute 2018 Kristalle bekommen, das sind direkt zwei Multis für die neuen Charaktere. Also das kann man auf jeden Fall da mitnehmen an der Stelle. Genau, Freunde, außerhalb davon, lasst mich auf jeden Fall wissen, was sagt ihr denn dazu? Freut ihr euch, dass Legends wirklich so gute Sachen erreicht hat, dass Legends, also beim Respekt, Best Competitive Game 2018, das hat schon was zu sagen, so ist nicht. Da gibt es nämlich sehr viele, also da gibt es sehr viele andere Spiele, die Competitive auf jeden Fall sehr stark sind. Sofern ich das richtig gelesen habe, war das die Meldung und in JP quasi als bestes Game in den Android Store wurde das gewählt. Das ist schon was Großes, Freunde, das ist was Großes und das freut mich, dass es quasi... Dragon Ball Legends das erreicht hat, auch natürlich als jüngstes Mobile-Game, sage ich mal. Es gibt auch Bushigiri-Match, Freunde, das macht die letzten Tage sehr viel Umlaut, sage ich mal, oder laut, oder wie man das auch nennen mag. Jedenfalls, Bushigiri-Match ist vorerst nur in Japan, ist, glaube ich, so ein, quasi ein Trading-Card-Game, kann man das vergleichen mit einem Trading-Card-Game. Und man kann es nur über einen japanischen Browser spielen, über eine VPN. Da müsst ihr euch am besten mal schlau machen, einfach googeln am besten. Falls ihr den Link habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dieses Bushigiri-Match, da kam auch Gogeta schon, Broly etc. Und da sind die Leute auch heiß dann zusammen, sag ich mal. Ist ein schönes Spiel, ich wollte es eigentlich auch testen auf jeden Fall, so ist es nicht. Aber es ist so eine Sache, es ist halt komplett auf Japanisch. Und so Kartenspiele mit Japanisch, zuerst auf Japanisch anzufangen. Ich meine, Dokkan habe ich zuerst auf Global angefangen, heißt auf JP kannst du mich da aus, so, wisst ihr, was ich meine? Da hatte ich weniger Schwierigkeiten, als wenn ich jetzt ein Spiel direkt auf Japanisch anfange. Aber wir haben noch ein Sparken-Ticket. Lass uns hier noch unser Daily raushauen, am Ende noch unser gratierten Sparken-Ticket. Und dann wäre es auch schon fürs Video. Ich würde euch dann noch informieren. Die meisten wissen wahrscheinlich schon Bescheid. Aber damit auch wirklich quasi diejenigen, die nicht Bescheid wissen, es mal irgendwo gehört haben, dass quasi was Tickets gerade gefeiert wird. Und ihr auf jeden Fall eure Kristalle sparen könnt. So ist nicht. Ja, das können wir. Also dennoch sparen könnt für den, für das, was danach kommt. Ist es das Skip? Danke, ciao. Okay, Freunde. Warte mal. Eigentlich sollten viele die Tickets bekommen. Ja, klar, heute hat jeder in Spartan gerade ein Ticket bekommen. Heißt, Freunde, Group Summon. Lasst uns das als Group Summon machen. Diejenigen, die noch ihren garantierten Sparking-Ticket haben. Wenn ich reden könnte, legit. Da macht mit im Group Summon, Freunde. Ich zähle gleich runter im Schirm. 3-2-1, ihr wisst ja, das Ganze läuft, wenn ihr irgendwas Geiles gezogen habt, an sich, wenn ihr das gezogen habt, lasst mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder auf den Social Media Kanälen, alle Links in der Beschreibung, Twitter, Discord, Instagram und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Wir pullen gleich zusammen in einem Game, wo ihr Bock habt, muss nicht unbedingt Legend sein, egal, irgendein Game, wo ihr gerade ein Single raushauen könnt, aber nicht mehr, Freunde, spart auf in jedem Game. Seid ihr bereit? 3-2-1, go! Und dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt an. Bam, okay, jetzt bin ich gespannt, aus dem Masterpack Banner, ich habe zum Beispiel Freezer, ich habe keinen Feind vom Freezer. Freezer? Krillin, genau das. Freunde, so viel zu den News zu Dragon Ball Legends. Vergisst natürlich auch nicht, immer noch eure Dailies, eure Mission zu machen, eure Daily Mission zu machen, damit ihr die Tickets bekommt. Aus meinem Ticket hat sich Glück. Aus dem gratierten Sparken-Ticket, aus den 7 Stück. Da konnte ich Super Saiyan Bardock ziehen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Anyway, aber wir bekommen ja noch einen. Also wir haben nochmal die Chance, einen gratierten Sparken-Charakter zu bekommen. Fallt nicht auf diese Baits rein. Ich weiß, es sind gute Charaktere. Man kann da auch sammeln, so ist es nicht.
Aber behaltet im Hinterkopf, dass quasi demnächst wirklich was Gutes auf uns kommt, auch banner-technisch mit dem neuen Gogeta Blue und dem Super Saiyan Broly. In diesem Sinne, Freunde, hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.